Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch etwas erzählen über Venenwellen und Geburtsschmerzen. Viele Frauen, die zu mir zum Seminar kommen, die haben Angst vor Geburtsschmerzen und die möchten halt gerne, dass ich ihnen helfe, dass diese Angst verschwindet natürlich und dass die Geburt eben nicht so weh tut oder vielleicht auch sogar gar nicht weh tut. Und in diesem Video möchte ich dir ein bisschen auch deine Angst davor nehmen, falls du gerade schwanger bist. Das Wort Wehe beinhaltet ja schon den Begriff Wehtun eigentlich. Und das ist ja auch das, was dann oft so beängstigend ist, weil man denkt, ah. Und dann gibt es auch oft so Vorschläge auch von Hebammen, dass man sagt, ja, ach, diese Wehe ist überstanden, die kommt nicht wieder. Und es ist immer so ein Gegenarbeiten gegen das, was da als Körpergefühl entsteht, weil man halt denkt, es ist ein Schmerz und wir sind eigentlich so ausgerichtet, dass wir immer den Schmerz vermeiden wollen natürlich. Ja, das ist ganz normal. Wenn wir auf eine heiße Herdplatte fassen, dann ziehen wir natürlich die Hand weg. Und genau, und bei der Geburt ist es aber tatsächlich ein bisschen anders. Ich nenne es in meinen Kursen nicht Wehe, sondern Welle, weil sich dieses Körpergefühl ganz unterschiedlich anfühlen kann. Und da gibt es eine riesen Bandbreite sozusagen von dem, wie sich das anfühlen kann. Und das will ich dir jetzt so ein bisschen beschreiben, auf was du dich da so einstellen kannst. Ich selber habe 3 Geburten gehabt. Vielleicht hast du auch schon andere Videos von mir gesehen. Da erzähle ich auch davon. Und zwar 2 traumatische Geburten. Gerade die zweite war sehr, sehr schmerzvoll und die dritte Geburt war sehr schön und ich hatte da gar nicht das Gefühl von Schmerz. Also deswegen, es gibt da wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Gefühle und ich bin ja auch nur eine Frau, das heißt, jede Frau fühlt es ja auch nochmal an sich auch nochmal anders. Es gibt ja ganz unterschiedliche Stufen von Wellen, also von dem, was du da auch spüren wirst. Das heißt, es gibt erstmal die Übungswellen, wo einfach die Gebärmutter übt und diese Muskeln stärkt, die dann dazu führen, dass dein Kind eben aus der Gebärmutter rausgedrückt werden. Ja? Das heißt, diese ersten Übungswellen oder Vorwellen, die spürst du so, dass du merkst, dein Bauch wird hart. Und am Anfang fühlt sich das noch gar nicht so an. Also du spürst es noch nicht am Muttermund, sondern du spürst einfach nur, oh, ich kriege einen harten Bauch. Das ist auch manchmal, wenn man zum Beispiel Stress hatte und einen anstrengenden Tag, dann ist es abends oft so, dass die Gebärmutter übt und der Bauch hart wird. Wenn es zu oft der Fall ist, dann klär das auch bitte mit der Hebamme oder mit dem Arzt ab, wenn es noch zu früh ist und du das da unsicher bist oder so, dann klärst lieber einmal zu viel ab als zu wenig. Und irgendwann merkst du dann, dass du doch etwas am Muttermund spürst oder dass du vielleicht ein Ziehen im Rücken spürst. Sowas ist auch oft der Fall, dass du im unteren Rücken so ein, ja, sowas hast wie ein Ziehen und auch im Unterbauch. Oft sagen ja die Frauen, es fühlt sich an wie Regelschmerzen. Ich selber finde das nicht, weil ich finde immer, Regelschmerzen sind so bei mir ganz stechend und ganz punktuell und voll unangenehm. Und dann habe ich immer Angst gehabt vor meiner ersten Geburt, weil ich dachte, oh Gott, und das dann in tausendfach oder was, ist ja furchtbar. Ich finde, das fühlt sich nicht genauso an, sondern es fühlt sich, oder bei mir war es so, dass selbst bei den schlimmen Geburten, dass sich das da weicher angefühlt hat. Also dieses Gefühl am Muttermund ist nicht so ein punktueller, stechender Schmerz, sondern es ist so ein weicherer, breiterer, ein breiteres, weicheres Gefühl. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es die Übungswellen oder Vorwellen gibt und es gibt dann eben auch danach die sogenannten Senkwehen, die ich auch gerne als Senkwellen bezeichnen möchte, weil ich gar nicht mit dem Begriff Wehe so gerne arbeite. Da senkt sich das Kind ins Becken hinunter und das Köpfchen geht dann direkt an den Muttermund und geht genau da, wo es dann auch im Idealfall ist, wenn du keine Beckenendlage hast, also wenn nicht der Po dann unten ist, sondern das Köpfchen da ist, ja, das ist dann der perfekte Ort, wo auch das Köpfchen dazu beiträgt, dass der Muttermund weich wird und dass eben irgendwann dann, ja, der Muttermund sich öffnen kann und die Geburt beginnen kann. Das ist total angenehm übrigens, weil du dann wieder ein bisschen besser Luft kriegst. Das Kind ist dann tiefer im Becken drin und du musst vielleicht öfter aufs Klo, weil es eben auch näher an der, oder doller auf die Blase drückt. Aber du hast eben auch oben ein bisschen mehr Luft. Diese sogenannten Senkwellen, die
fühlen sich manchmal schon schmerzhaft an. Also manche Frauen empfinden das schon als schmerzhaft, als Ziehen im Rücken und als Schmerz am Muttermund. Aber oftmals ist es eben wirklich ein Gefühl von einer Dehnung oder ja, von irgendein Gefühl am Muttermund, wo du halt einfach merkst, es passiert hier was. Und jetzt gibt es natürlich dann irgendwann einen Punkt, wo die Frauen sich fragen, geht jetzt gerade die Geburt los oder sind das gerade wieder Senkwellen, Übungswellen oder wie auch immer? Da gibt es einen Trick, dass man sich in die Badewanne legt. Vielleicht hast du davon auch schon gehört, das wird auch von den Hebammen immer so empfohlen. Weil in dem Moment, wo du dich in die Badewanne legst, entspannt sich der Körper normalerweise und die Übungswellen, die hören dann einfach auf. Und die richtigen Geburtswellen, die werden dann stärker, weil die sagen, ah super, die Frau geht in die Entspannung, das wollen wir. Also ich als Körper möchte das, dass sie in die Entspannung geht, dann kann ich ja jetzt mich hier öffnen. Dann ist ja jetzt hier Zeit und Raum für das Baby, um zu kommen. In meinen Kursen ist es so, dass ich den Frauen beibringe, wie sie sowieso in einer tiefen Entspannung ihr Kind bekommen, weil das einfach so eine ganz, ganz positive Wirkung auf das Gefühl macht. Also das heißt, du wirst es dann eher nicht als schmerzvoll empfinden, sondern eher als positiv und gut. Die Wellen, die kommen und gehen, deswegen nenne ich das auch Geburtswellen, aber auch bei den Wehen. Es ist halt so, dass man sagt, okay, die beginnen irgendwo und steigern sich und dann flauen die wieder ab. Und was halt spannend ist, ist, dass du in diesen Wellenpausen gar nichts spürst. Also da ist wirklich so, als wäre gar nichts. Das heißt, selbst angenommen, du hast Schmerzen unter der Geburt, dann ist es so, dass du nach der Welle hast du nichts mehr. Also da ist alles gut und du kannst dich einfach nur entspannen und es genießen. Und dann kommt eben die nächste Kontraktion. Also das heißt, du spürst die Kontraktionen der Gebärmutter halt immer stärker und du spürst eben auch, wie sich der Muttermund öffnet. Das heißt, ganz unten im Bauch spürt man das oder eben, wie gesagt, auch kann es so ein Gefühl geben, dass es aus dem Rücken kommt und du spürst, wie der Muttermund aufgedehnt wird. Genau, und dieses Gefühl von seiner Intensität und von seiner Qualität kann eben so doll variieren. Ja? Das heißt, es kann sein, dass es furchtbar ist. Gerade wenn du zum Beispiel mit einer riesigen Angst in die Geburt gehst, wenn du total unentspannt bist, wenn du dich die ganze Zeit versuchst abzulenken, dann zieht dich der Körper durch diese Schmerzen halt wirklich in die Konzentration. Eigentlich will er dich nämlich in einen Trancezustand ziehen. Er will dich eigentlich in die Entspannung ziehen. Er will dich an einen sicheren Ort bringen, der Körper, durch diese Schmerzen. Es ist ein Punkt oder ein Faktor, wie Schmerzen entstehen können. Da gibt es aber auch noch andere Videos von mir, die du dir noch anschauen kannst, gerne, damit du es so ein bisschen verstehst, wie das überhaupt passieren kann, dass es so wehtun kann. Und es kann aber eben auch sein, dass du das als starke Dehnung empfindest, als starken Druck, aber total positiv und kraftvoll. Und das ist der große Unterschied. Und dass du eben auch möglicherweise gar nicht das Gefühl hast von Schmerzen. Du würdest es vielleicht selber gar nicht so einordnen. Und das ist der Idealfall, wie du eigentlich am schönsten durch eine Geburt gehen kannst. Weil du dann das Gefühl hast, wow, mein Körper macht das. Das ist ja irre. Mein Körper macht diese Kraft. Der hat so eine Kraft. Ja, der hat von alleine trainiert. Ich bin gar nicht joggen gegangen dafür, sondern er hat das selber gemacht. Und jetzt zeigt er, wozu der imstande ist. Und das Tolle ist, dass wenn die Gebärmutter diese Kontraktionen macht, die sich eben wie Wellen anfühlen, dass das Kind ideal auf die Welt kommen kann. Also das heißt, es wird ideal auch später dann in die Drehung durchs Becken durchgeschoben. Ach ja, ganz wichtig auch, wenn Wellen fühlen sich auch nicht immer gleich an. Das heißt, es gibt ja die Eröffnungsphase, wo sich der Muttermund öffnet. Und das ist eigentlich die längste Phase der Geburt. Und das ist meistens auch die, wenn eine Geburt negativ verläuft, die am negativsten wahrgenommen wird. Also wo man sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr oder wie auch immer. Oder wenn die Frauen dann schreien oder irgendwie so. Ja, das ist so diese Phase. Und die nächste Phase ist die. Es gibt noch die Übergangsphase, wo viele Frauen sagen, jetzt will ich nicht mehr, jetzt will ich nach Hause, ich halte es nicht mehr aus, die aber auch wegfallen kann, wenn man in einer tiefen Entspannung ist. Und dann kommt die letzte Phase,
der Geburt, das ist die sogenannte Austreibungsphase. Das ist das, wo das Kind sich durchs Becken dreht und da hat man oft dann einen Pressdrang. Und da fühlen sich dann auch die Wellen ganz anders an. Also das fühlt sich dann wirklich wie ein Ziehen nach unten an, also ein Ziehen und ein Schieben durchs Becken. Genau, das wird meistens als positiver wahrgenommen. Also es wird meistens so wahrgenommen, ah, jetzt kann ich endlich was machen und ich merke richtig, wie sich das Kind bewegt. Ich kriege wieder besser Luft, weil einfach oben Kapazität geschaffen wurde, genau, und dann geht es durchs Becken. Dein Körper ist, wenn du am Anfang, wenn die Geburt beginnt und du gehst in die Tiefenentspannung und atmest tief in den Bauch, hat dein Körper schon das Gefühl, ah, ich bin hier, also sie macht ja alles richtig. Ich möchte nämlich, dass sie in die Tiefenentspannung geht, weil das so positiv ist für den Geburtsverlauf. Und dann hat er nicht mehr die, sieht er nicht mehr die Notwendigkeit, diese Schmerzen zu produzieren, um dich dahin zu bringen, dich zu entspannen oder um dich dahin zu bringen, dich in einen geschützten Ort zu begeben, zum Beispiel. Genau das bringe ich bei. Und ich bringe eben auch bei, wie du die ganze Geburt über in der tiefen Entspannung bleiben kannst. Wie du auch in der tiefen Entspannung ins Krankenhaus kommst, zum Beispiel, oder ins Geburtshaus kommst. Bei der Hausgeburt ist es ein bisschen leichter, weil da musst du nicht noch weggehen. Aber die meisten Frauen bekommen ja ihre Kinder im Krankenhaus und vielleicht ist es auch deine Entscheidung, das, dein Kind im Krankenhaus zu bekommen. Und da ist so ein bisschen die Herausforderung, dass der Körper eigentlich möchte, dass du zu Hause bleibst, weil er sagt, ich will einen sicheren Ort und sicher fühlt sich zu Hause an. Und der Kopf aber sagt, oh, die Geburt geht los, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und dann streiten sich Körper und Geist. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, das Fatale, weil der Körper sagt, ich versuche jetzt hier mit den Schmerzen dich zu Hause zu lassen und du gehst halt, du willst ins Krankenhaus. Wenn du aber in der tiefen Entspannung bist, dann hat der Körper nicht den Impuls oder sieht die Notwendigkeit nicht, diese Schmerzen zu produzieren. Trotzdem verspreche ich hier keine schmerzfreie Geburt oder so. Das ist, das wäre zu weit gegriffen. Es kann sein, dass es sich dadurch schmerzfrei anfühlt, die Geburt. Aber oft ist es auch so, dass die Frauen sagen, ja, ich hatte mit der Vorbereitung trotzdem das Gefühl von Schmerzen, aber die waren irgendwie gut. Also ich konnte irgendwie gut mit den Schmerzen umgehen und es war nicht was, was mich völlig ausgenockt hat und wo ich dachte, oh, ich drehe durch oder so, sondern ich konnte die ganze Zeit gut mitgehen. Und ganz wichtig ist noch, in der tiefen Entspannung, im Trancezustand, bist du trotzdem total da und wach. Also das heißt, du kriegst die Geburt total mit, sogar besser, als wenn du nicht in diesem Zustand bist. Und du kannst auch immer noch mit dem geburtsbegleitenden Personal kommunizieren. Das ist absolut möglich. Und falls du dann mal rauskommst aus der tiefen Entspannung, zeige ich dir auch, wie du wieder reinkommst. Also das ist dann kein Problem. Ganz wichtig ist mir, dass du ohne Angst in die Geburt gehst, dass du dich drauf freust. Das ist ein wunderschönes Erlebnis und das ist wirklich mir so eine Herzensangelegenheit, den Frauen da so ein Gefühl zu geben von ich kann das und natürlich und über Jahrmillionen haben wir das schon gemacht. Und ja, geh da bitte ohne Angst dran und auch am besten mit einer Vorfreude. Es ist wirklich total schön und du hast am Ende dieser Reise dein Baby und das ist doch das Schönste, was man sich vorstellen kann. Wie du in die Tiefenentspannung gehen kannst, wie du wieder reinkommst, falls du mal rausgekommen bist, das unterrichte ich in einem Online-Kurs, den ich gemacht habe, den man gemütlich von zu Hause aus machen kann. Und ich gebe auch Live-Seminare in Berlin und mittlerweile auch in Bayern. Und mal gucken, was sonst noch für Städte dazukommen. Besuch mich gerne auch auf meiner Homepage www.geburtinhypnose.de, die verlinke ich dir natürlich. Und ich freue mich riesig, wenn du mir ein Like dalässt oder auch einen Kommentar. Und darauf antworte ich auch auf jeden Fall, entweder in Form eines Videos oder dass ich dir einfach halt antworte schriftlich auf den Kommentar. Und es gibt ab morgen auch einen Podcast, der heißt auch Die friedliche Geburt. Und ich freue mich sehr, wenn du da auch reinschnupperst. Da erzähle ich auch die Sachen nochmal ganz ausführlich und du kannst da ganz viel mitnehmen und ganz viel lernen für dich und deine Geburt. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe.